würde ich gegen einen 9. Dan Judo-Meister gewinnen. Was bedeutet das überhaupt, wenn wir diese Frage klären wollen? Judo ist eine Kampfkunst von Jigoro Kano, die meisten hier kennen. Es bedeutet so viel wie der sanfte Weg und ist eine Kampfkunst, die primär aus Würfen, Haltegriffen und Hebelgriffen besteht. Eine sehr effektive, mega coole Kampfkunst, die mega gut ist für Kinder und Erwachsene in jedem Alters. Und Jigoro Kano selbst hat auch das Graduierungssystem erfunden, welches wir heute kennen, vor ein bisschen mehr als 100 Jahren. Er hat also als erster unterschieden zwischen Anfängern, die einen weißen Gurt getragen haben, und Fortgeschrittenen, die einen schwarzen Gurt getragen haben. Und dann kamen immer mehr Unterscheidungen dazu, die hat er, wollen wir gar nicht allzu mehr ins Detail gehen. Ein 9. Dan wird einem Großmeister des Judo verliehen. Dazu muss er viele Jahre Judo gemacht haben, sich als Lehrer und als Kämpfer und als Advokat des Judo weltweit hervorgetan haben und sehr Großes geleistet haben. Das machen die meisten Menschen nicht in einem Alter, in dem sie noch sonderlich starke Kämpfer sind im Vergleich zu jemandem in seinen 30ern wie ich. Der jüngste 9. Dan der Welt ist 65. Und ich denke, es gibt keinen 65-jährigen Mann der Welt, der eine realistische Chance gegen mich hätte. Wir müssen so erfahrene Meister nicht nur an ihrer Kampfkraft messen. Klar, die sind viel stärker als irgendein anderer 65-Jähriger. Die sind viel stärker als fast jeder 20-Jährige. Ich habe schon mit einem 7., 8. Dan Judo gemacht, der über 60 war. Und ey, da musste man sich anstrengen. Okay, und für die meisten wäre das einfach ein alter Mann. Aber der war richtig tough. Also eben, ich musste mich anstrengen, um den zu werfen. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist der Wert, die diese Männer und Frauen der Welt bringen durch den Unterricht, durch das Wissen, durch die Erfahrung, das sie haben. Das ist, weshalb jemand einen 9. Dan trägt, nicht unbedingt wegen der puren Kampfkraft.